Und noch ein kleiner Tipp. Haltet den Löwen immer auf Abstand. Und wenn er dann kurz abgelenkt ist, steckt ihn zu und tötet ihn. Entschuldigung? Ja. Meinen Sie mit Löwen jetzt wirklich Löwen? Ja, natürlich. Also echte Löwen, die Wildkatze. Echte Löwen, die Wildkatze, ja. Also ich kann mich ja irren, aber sind Löwen nicht eine vom Aussterben bedrohte Art? Ja, habe ich auch mal gehört. Der Bestand hat da wohl in den letzten Jahren dramatisch abgenommen. Also das höre ich zum ersten Mal. Ja, es ist aber so. Und vor dem Hintergrund finde ich das ehrlich gesagt etwas problematisch, dass wir die Tiere jetzt hier einfach so umbringen. Von artgerechter Tötung mal ganz zu schweigen. Richtig. Ja, so, Leute, jetzt mal halt lang. Also im Regelfall sterben ja nicht die Löwen, sondern die Gladiatoren. Also ihr, die von den Löwen dann zerfleischt und aufgefressen werden. Deswegen nehmen wir ja Löwen und nicht Eichhörnchen. Ja, zum Beispiel. Ja, aber das ist für die Löwen natürlich trotzdem nicht optimal, wenn die sich hier durch unsere Rüstung beißen müssen. Stimmt, das sind hier ganz scharfkantige Metallteile. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich da ein Tier verletzt. Und lass mal so einen Metallsplitter in den Magen-Darm-Trakt der Tiere kommen. Dann ist nämlich Feierabend in der Arena. Die armen Tiere. Aber was Georgios da gerade gesagt hatte, ne, mit den Eichhörnchen, das fand ich ja ganz interessant. Weil die sind nicht vom Aussterben bedroht. Eben. Da hätte ich persönlich jetzt weniger Probleme. Eichhörnchen wären für mich okay. Leute, ihr erwartet doch nicht etwa, dass wir euch gegen Eichhörnchen kämpfen lassen. Ist ja lächerlich, wer will das denn sehen? Es muss ja nicht nur eins sein. Lass es vielleicht drei oder vier Eichhörnchen sein. Dann hat es gleich eine ganz andere Bedrohlichkeit. Absolute krasse Vorstellung. Also, bin mir direkt sicher, dass das beim Publikum gut ankommen wird. Ja, ich würde es aber auf drei Eichhörnchen beschränken, sonst wird es vielleicht zu krass. Eichhörnchen kann man in den hintersten Rängen überhaupt nicht sehen. Und wie wollt ihr die dazu bringen, dass sie gegen euch kämpfen? Dass ich das überhaupt frage. Wir könnten Haselnusskettchen tragen. Sehr gute Idee. Meine Mutter könnte die für uns basteln. Die hat für sowas ein Händchen. Schluss jetzt! Vergesst die scheiß Eichhörnchen und vergesst die Löwen! Wir machen Wagenrennen! Oh. Was denn schon wieder? Ja, was bei Wagenrennen ein Feinstaub aufgewirbelt und ungefiltert in die Luft geblasen wird, der ist natürlich nicht so klasse. Also ich mit meinem Asthma wäre da ganz raus. So, ich auch. Ich krieg auf so Wagen immer Gleichgewichtsstörungen. Ich hatte als Kind mal einen Hörsturz. Jetzt reicht's aber! Noch ein Wort des Widerspruchs und ich schlag euch die Köpfe ab! Das Schwert ist desinfiziert? Die!